Willkommen zurück bei Command & Conquer 95 bei dem schwierigsten Kackspiel aller Zeiten. Wird gebaut. Falls ihr es noch nicht wusstet. Konstruktion fertig. Wir haben aber beim letzten Mal gesehen, dass es eine ganz blöde Idee ist, den Sammler zu töten, weil dann kommen sie nämlich alle. Konstruktion fertig. So können wir vielleicht drumherum. Wir benötigen Zeitpunkt habe ich noch keine. Nein, brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt erstmal Ingenieur. Nein. Wird gebaut. Auch nicht. Gestoppt. Wird gebaut. Oh, wait a minute. Wird gebaut. Wird gebaut. Machen wir einfach mal. Konstruktion fertig. Einsatz hier nicht möglich. Die schießen immer noch die ganzen Gebäude. Ich weiß nicht, warum die das tun. Es ist mir ein Rätsel. Aber sollen sie mal machen. Ganz ehrlich, sollen sie mal machen. Wird gebaut. So, ich guck mal, dass ich jetzt vielleicht meinen zweiten Obelisken relativ früh bekomme. Aber ich brauche auch. Das ist gut, das ist jetzt auch nur Base Defense, ne, ganz ehrlich. Einheit bereit. Wird gebaut. Auch eher die Ingenieure, mit denen ich irgendwas anstellen kann. Konstruktion fertig. Und noch ein paar Panzer und so ein Quatsch. Und dann brauche ich jetzt noch ein paar Rug Zeros, die hoffentlich nicht überfahren werden. Und dann brauche ich noch, ne, brauche ich nicht. Das müsste Einheit eigentlich hinhauen. Bereit. Verstärkungen jawohl, sind angetroffen. Und dann muss ich da oben Platz machen. Und mir die hier alle schnappen. So mein Plan. Ob wir das hinkriegen, werden wir gleich wissen. Ich könnte natürlich noch irgendwas Schnelles bauen. Was gut ist. Einfach nur zum Kiten. Mit dem ich dann die Viecher hier in meinen Obelisken locke. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Sag jetzt, wo die schon wieder hinlaufen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, in Ordnung. Sir. Jawohl, Sir. So wird man sie auch los. So wird man sie auch los. Huch, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Jawohl, Sir. In Ordnung. Hier wollte ich gucken. Hat er mir geschrieben. Oh, ziehen wir die noch ein bisschen näher ran. Oh, was kommt denn da? Brecher auf, bestätigt. Eine Armada. Brecher auf. Okay, die stellen wir mal alle hier hin und den vorne in die Frontreihe. Und dann soll der mal alles wegpusten. In Ordnung. Brecher auf. Die kommen ja hoffentlich hier hin. Bestätigt. Brecher auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Komm, töte sie! Jawohl, Sir! Bestätigt! Bestätigt! Das war jetzt nicht so efficient, wie ich erwartet hatte oder erhofft hatte. Jawohl, Sir! Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Machen wir das halt so. Gut ist, dass diese Flamme halt richtig gut Einheit ist gegen, bereit. Ja, eigentlich 800. Jawohl, Sir. Bestätigt. Nein, jetzt nicht reparieren. Jawohl, Sir. Reparieren ist unwichtig. Brauchen wir nicht mehr? Ist egal, machen jawohl, wir nicht mehr. Sir. Wir haben nur noch 100 Gold. 100 Dollar. Sorry. Ah, now he's doing it. Der da hinten, war es auch keiner. Also irgendwas Schnelles bauen. Ich muss echt irgendwie so ein Kampfbuggy bauen. Wird gebaut. Ich muss hier oben wissen, wo es da lang geht. Dann muss es irgendwie noch einen anderen Weg geben. Ich muss irgendwie von hier oben darüber kommen. Die Frage ist, ist da genauso befestigt wie hier? Weil dann komme ich da eh nicht lang. Da muss ich mir sowieso also überlegen. Da muss ich vielleicht gleich doch nochmal irgendwie ein Video gucken mit irgendwelchen fiesen Tricks. Weil ich habe ja keine BMTs.
Wie die hier, mit denen ich Personen befördern könnte. Ich muss die immer laufen lassen. Und wenn die jetzt auch noch irgendwelche Orca-Dinger hier drin haben, dann habe ich sowieso ein Problem. Weißt du, wie ich meine? Wird gebaut. Bin ich sowieso komplett am Arsch. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Konstruktion fertig. Jawohl, Sir! Breche auf! So, haben wir noch eine Einheit. Verstärkungen sind jawohl, eingetroffen. Sir, auf. Zack. Breche auf! Breche auf! Breche auf! Breche auf! Breche auf! Bestätigt! Breche auf! Breche auf! Breche auf! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Bestätigt! Ja, kommt der hin oder dreht er wieder um? Jawohl, bestätigt! Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! In Ordnung! Dreht schon Feuer wieder ab. In Ordnung! Jawohl, Sir! In Ordnung! In Ordnung! Breche auf! Breche auf! Bestätigt! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Bestätigt! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Alles klar, was ich habe. Einheit verloren. Das wird schnell. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Breche auf! Basis wird angegriffen. Bestätigt! Diese Drecksflugzeuge. Jawohl, Sir! Bestätigt! Hast du sie? Wird gebaut. Jawohl, Sir! Breche auf! Das lief aber erschreckend gut. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! Bestätigt! Breche auf! Breche auf! Okay. So, ich weiß, das ist ziemlich dumm, das jetzt gerade zu tun. Ich speichere das hier nochmal. Gucken, ob das was bringt. Bin bei 44 mittlerweile. Ihr wisst normalerweise, wie ich das nicht tue, aber in dem Fall. Jawohl, Sir! Breche auf! Breche auf! In Ordnung! Bestätigt! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Weil ich nämlich auf den Sammler da warte. Wenn ich sage warte, dann meine ich, ich greife ihn nicht an. Ich weiß, dann kriegen die nochmal einen ganzen Batzen Kohle. Aber wenn ich ihn angreife, dann kommt hier alles. Nicht die gesamte den ganzen Wahnsinn jawohl, der GDI zu spüren. Und da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Breche auf. Mit dem kann ich vorbeifahren, ohne dass der irgendwas triggert. Breche auf. Breche auf. Dann hat er eine relativ hohe Range. Ordnung, und ich kann mit dem hier vor allen Dingen hinfahren. Und mir jawohl, die Dudes Sir. Holen. Müsste der Kampfbuggy eigentlich hinkriegen, glaube ich. Breche auf. Oh, da war ein Orca. Deck jawohl, mich doch. Sir. Breche auf. Wir haben doch welche. Jetzt hat er noch Orcas. In Ordnung. Okay, pass auf, das geht jetzt sowieso nicht mehr. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Breche auf. In Ordnung. Breche auf. Breche auf. Einheit verloren. Natürlich ist das Ding hier Einheit auch geschützt. Verloren. Boah. Das ist hartes Level. Das ist richtig hart. Jawohl, Sir. Das ist richtig mies heftig. Der Falter. Kannst du die nur tot spielen und hoffen, dass du mehr Geld gesammelt hast. Anderes fällt einem da auch nicht mehr ein. Jawohl, Sir. Weil meine beiden Ingenieure, die sind zwar schön, wenn ich sie habe, aber. Breche auf! Was bringen sie mir, ganz ehrlich? Sofort, Sir! Weil bis ich hier durchkomme. Ich könnte natürlich hier gucken, dass ich hier durchkomme und dann hier rein und das Ding direkt übernehmen und verkaufen. Dann kriegt er schon mal kein Geld mehr. Also das ist ein Das ist ein Unterfangen, was vermutlich meine gesamten Einheiten verbraucht.
Konstruktion fertig. Das könnte vielleicht trotzdem funktionieren. Könnte vielleicht trotzdem funktionieren, wenn ich die Nuts nach oben lade, hier oben hin. Breche auf. Und dann jetzt erstmal hier die alle Sir. Killen. Jawohl, Sir. Will die nerven. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Darf ich ja die nerven? In Ordnung. Dann alles hier hochhole, wenn der Sammler gerade weg ist. Obwohl, da kommt schon eine ganze Meute, die mich gerne umbringen möchte. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Weil der ist ziemlich egal. Gehen wir trotzdem. Jawohl, Einheit verloren. In Ordnung. Klar. Jawohl, in Ordnung. Sir. In Ordnung. Bam. Geil. Tja, er trifft sogar mal. Ja, und die auch nochmal. Machen wir so. Hey, und da kommt noch mehr. Oh Gott. Dass alles an Fußtruppen ankommt, ey. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Also gegen Fußtruppen ist der echt absolut oberkrass. Also der ist echt, das Ding ist echt richtig übertrieben. So, der Sammler kommt daher, wo fährt der lang? Kein Wunder, dass sie so wenig Geld haben, weil der, wenn der so fährt, dann ist kein Wunder, dass der nicht klarkommt. Okay, ich muss jetzt hier oben hin und dann muss ich hier irgendwie durchlaufen und ich muss irgendwas mit den Ingenieuren hinkriegen. Ich muss irgendwie den Sammler, also das Sammlerding von denen wegmachen. Ob das Fahrzeug noch da ist und so, spielt gar keine Rolle, aber dann kriegt er keine Kohle mehr. Der kann das Ding dann natürlich neu bauen, deswegen ist das Haupthaus eigentlich erstmal sogar wichtiger an der Stelle. Ich komme da nicht durch ohne irgendwelchen Support, aber ich muss auch hier unten sofort, Sir. Mit den Jungs irgendwie was machen. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Sehe ich nicht. Doch, jawohl, da sehe ich nicht. Breche auf. Ja, mit Fußtruppen kann ich nicht mehr viel regeln. Aber hier oben bin ich relativ safe, was mein Geld angeht. Hier habe ich eine relativ große Lücke. Und das hier ist gleich verbraucht, dann sammelt er hier noch ein bisschen ein und dann wird die große Klopperei um dieses Gebiet sein. Wenn der nicht hier oben hinfährt und dann muss ich sowieso gegen ihn kämpfen. Also von daher habe ich da dann eh keine Chance mehr. Jetzt hole ich nochmal meinen Flip-Flip. Ich könnte noch ein paar Rug Zeros holen oder ein paar Hammer der Gnade. Die sind natürlich super gebaut. Gestoppt. Alles mögliche eigentlich. Mantel des Schweigens ist auch mal schön, aber in dem Fall würde ich das jetzt gar nicht benutzen wollen. So, ich muss jetzt hier hoch und ich muss jetzt diese Flak-Dinger da erledigen, sonst war es das für mich. Kann ich vielleicht die hier hinschicken? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Funktioniert das? Weil sonst kommt der Sammler gleich zurück und dann geht die Scheiße vorne los. Ich will ja eigentlich an dem vorbei. Oh, das wird aber eng. Ah ne, der fährt hier mal so einen Umweg. Oh, und diese Hammer, die Faust. Hammer der Gnade, Faust der Gnade ist einfach so lahm, das ist unglaublich. Na gut, dafür macht das Ding auch richtig viel Schaden, muss man einfach mal so sagen. Sammelt er jetzt erst da? Nö, der fährt einfach nur dumm. So, ich bin weit genug weg. In Ordnung. So, was mit meinen Typen passiert, ist mir gerade egal. Eigentlich sind die hier jetzt Vogelfutter. Breche auf. Dann kommt schon wieder eine ganze Meute, aber die kommt hier oben nicht hin, weil die da nicht durchkommen. Außer die laufen komplett zurück, brauchst das viele. In Ordnung. Jawohl, Sir. Ist er schon? In Ordnung. Jawohl, Sir. Oh, noch mehrere, natürlich. Jawohl, Sir. Alles andere wäre auch viel zu einfach. Einheit verloren. Einheit verloren. Kann ich irgendwas? Oh, krieg das Ding kaputt? Ist das Ding kaputt? Komm mal. Unsere Basis wird angegriffen.
Einheit verloren. Jawohl, Sir. Bestätigt, geht klar. Einheit verloren. Breche auf. Einheit verloren. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Breche auf. Das sind viel zu viele und die gehen jetzt schon. Ne, keine Chance. Oh, schon wieder so eine Abfuck-Mission. Schlimm. Ist echt schlimm, diese Mission. Die ist wirklich, die werden alle nicht besser. Ich kann ja machen, was ich will. Die werden nicht besser, die Mission. Das ist grausam. Also, GDI war da um Längen einfacher. Um Längen. Einfach richtig viel einfacher. Problem ist, dass der wahrscheinlich auch 5 Milliarden blöde Kack-Silos da hinten noch stehen hat, die einfach mehr 1 Milliarde Gold oder Dollar da drin haben, wo einfach mal der machen kann, was er will im Prinzip. Und wie gesagt, wenn ich den kille, dann kommen sie halt alle. Und dann pusht er nämlich alles raus, was er hat. Na gut, der muss das Ding dann natürlich auch neu bauen erstmal. Den natürlich erst nochmal 1400 kostet. Jetzt halt die Frage, macht das Sinn? Jawohl, Sir. Also da oben mit den Helis und so, keine Chance, da komme ich nicht durch. Ich muss die Heliports übernehmen, sonst habe ich da keine Schnitte, das irgendwie hinzukriegen. Da habe ich gar keine kein Vertrag mit, das kriege ich überhaupt nicht gebacken, das geht gar nicht. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Anlocken? Breche auf. Bestätigt. 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 Locken wir mal alle. Alle aber, ne? Breche auf! Breche auf! Bestätigt! Jawohl, Sir! Well, that was fast. Jawohl, der Sir. Ist doch fast tot, aber hey. Hat mir nur jetzt gerade überhaupt nichts gebracht. Ich könnte natürlich jetzt einfach mal vielleicht einen anderen Trick versuchen und den killen, den killen, den killen, den killen, aber das sind auch so viele. Ich weiß nicht, was hier die beste Taktik ist, ganz ehrlich. Die beste Taktik, die ich gerade habe, jawohl, ist auf den Sammler Sir, warten, den ganz schnell killen. Jawohl, das heißt, das Ding schon mal zurückholen. Breche auf. Und dann, fertig. Und dann mit allem, was ich habe, versuchen zu überleben und hoffen, dass er das Teil nicht schnell Sir, genug neu baut. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Also, ab jetzt zählt's. Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloren. Bestätigt. Einheit verloren. Breche auf! In Ordnung! Jawohl, Sir! Bestätigt! Breche jawohl, auf. Sir! In Ordnung! In Ordnung! Okay, wir versuchen mal was. Kommt denn der Mammutpanzer überhaupt? Nein, aber wie viele Panzer haben die denn bitte einfach? Ist doch auch nicht mehr normal, wie viele Panzer die haben. Jawohl, nicht Sir. Mehr feierlich, ey. In Ordnung. Den stellen wir hier hin, dann haben wir da ein bisschen Deckung. Jawohl, Sir. Den heilen wir jetzt nicht, das ist nur ein blödes Kackding. Jawohl, Sir. Bestätigt. Den jawohl, hier heilen Sir. Wir aber schon. Ich komme deutlich besser weg als beim letzten Mal, logischerweise. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Ja? Überlebt ihr das? Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir! Hä? Jawohl, Sir! Da ist ein Kommando! Breche auf! In Ordnung! Jawohl, Sir! Breche auf! Leck mich doch! Kommt die einfach mit dem Kommandobot jawohl, an, ey! Sir. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Unsere Basis wird angegriffen! Yeah, yeah, we know! Ist ja ganz gut noch alles. Bisher noch solide. Gestoppt. Abgebrochen. Ich sammle natürlich nicht ein Funken Kohle. Schon wieder einen neuen Sammler? Da ist schon wieder ein neuer Sammler. Natürlich ist da schon wieder ein neuer. Lädt mich doch. Mein Gott, ist das gut. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Sir, Breche auf! Einheit verloren. Wie hat der den denn jetzt angehittet? Jawohl, Sir, Breche auf! Was für ein Fokus, ey. Was für ein beschissener Fokus vor diesen Dingen.
In Ordnung, in Ordnung. Okay, ich habe den ersten großen Schwall tatsächlich überlebt. Was ich nicht erwartet hatte. Bestätigt. Dementsprechend speichere ich nochmal. In dem Fall. Das kann nie schaden. Das machen wir einfach mal. Jawohl, den hier würde ich jetzt normalerweise reparieren, aber der kann nicht mehr. Mit dem scoute ich mal eben. Den jage ich einfach da rein, lass den einmal hier durchfahren und dann ist er eh weg. Brauche ich gleich einen neuen. Das lohnt sich jetzt nicht mehr, das Geld dafür auszugeben, den zu reparieren. Ganz ehrlich. Immerhin geht der Sammler nicht mehr auf das hier, sondern sammelt jetzt hier hinten. Was eigentlich ziemlich gut ist, weil dann können wir hier vielleicht noch ein bisschen sammeln. Müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir das zuerst holen, bevor wir das leer machen, weil sonst, keine Ahnung, weiß ich noch nicht genau. In Ordnung. In Ordnung. Brecher auf. Brecher auf. In Ordnung. Einheit verloren. Einheit verloren. Wir sehen schon mal was. Okay, der baut hier fleißig Fußtruppen. Ich müsste irgendwie... Das Problem ist, dass ich halt echt nichts bauen kann, wo ich Einheiten mit reinpacken kann. Meine alte Super-Taktik, ich baue ein BMT, fahre damit rein, übernehme alles, zack. Ich schicke noch ein paar Buggys hinterher, einfach ein paar schnelle Einheiten, flupp, flupp, flupp hier rein, alles übernehmen, fertig, gut. Nein, funktioniert hier natürlich nicht. Meine andere Taktik war mit den Panzern da rein, alles ablenken, die Ingenieure laufen hinten rum, übernehmen alles. Auch immer easy. Hat auch immer gut funktioniert, aber diese blöden Helis, die jetzt hier sind, die machen mir echt einen Strich durch die Rechnung. Die sind echt richtig kacke. Also die sind wirklich richtig kacke. Wird gebaut. Mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Konstruktion fertig. Machen wir nochmal ein bisschen Deckung davor. Ist total egal, ob ich die habe oder nicht. Bauen wir jetzt nur noch dicke Dinge. Meine Hammer der Gnade ist leider auch drauf gegangen. Das Teil ist eh lahm. Ich könnte natürlich jetzt ganz viele Fackel der Erleuchtung bauen und ich kann natürlich ganz viele Raxiros bauen gegen die Orcas. Theoretisch. Aber der eh wird gebaut. Fußtruppen spammt. Ich gehe jetzt diesen Panzer hier kaputt machen, der nervt mich eh. Der spammt echt nur Fußtruppen. Vielleicht hat der tatsächlich gar keine Werkstatt. Das könnte natürlich sein, dass der gar keine Fahrzeuge mehr bauen kann. Ich werde das sehen, wenn gleich keine Fahrzeuge mehr kommen, weiß ich. Ich habe alle Fahrzeuge quasi angelockt. Und er kann zwar hier noch einen Sammler bauen, weil er das Silo hat, das Ding, aber er kann keine Dingens mehr bauen. Die Frage ist, baut er noch BMTs für die ganzen Ingenieure? Das ist die alles entscheidende Frage. Macht er das oder macht er das nicht? Das gilt es jetzt herauszufinden. Jawohl, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! In Ordnung! Brecher auf! Jawohl, Sir! Brecher auf! Den heilig dabei der Fußteil. Jawohl, Sir! Geil. Sehe ich da Fahrzeuge? Ich sehe noch keine Fahrzeuge. Keine Fahrzeuge ist ein sehr gutes Zeichen. Ich hoffe, das bleibt so. Weil dann ist der Mammutpanzer nämlich das Einzige, was mir noch groß was anhaben kann. Und die Fußtruppen. Ganz ehrlich. 3-4 Fackel der Erleuchtung und die rennen da durch. Und die Dinger ziehen die Gebäude sowas von runter. Die machen einfach fup, 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 fup und dann ist hier nichts mehr. Dann steht da gar nichts mehr. Dann kann ich den hier durchziehen und im Hintergrund kann ich meine Ingenieure holen. Das würde theoretisch, das wäre eine Taktik, die ich jetzt versuchen würde. Sei denn, er baut noch Fahrzeuge, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Konstruktion fertig. Frage ist, wie viele Ingenieure muss ich bauen? Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Breche auf. Offensichtlich jawohl, nicht allzu Sir. Viele. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. So, haben wir hier noch irgendwelche Updates? Da ist immer noch nichts. Also theoretisch habe ich hier oben ist das Bauhaus, hier ist das Ding. Und wenn ich hier durchkomme, kann ich die Ingenieure hier oben langziehen. Das Teil ist noch ein Problem, aber die kann ich ablenken. Es müsste eigentlich so jawohl, funktionieren Sir, können. Die Frage ist, wie viele Einheiten ich noch brauche, um das irgendwie zu kriegen. Jawohl, jawohl, Sir, jawohl, Sir. Schaffe ich das? Jawohl, Sir. Ah, jawohl, Sir. Ah, bestätigt. Jawohl, Sir. Schon, dabei. Schon mal hoch. Die brauchen ja ein bisschen länger.
Ich habe noch gar kein Silo. Wird gebaut. Baue jetzt aber meins. Fahrzeuge? Keine Fahrzeuge bisher. Konstruktion. Das ist ein super Zeichen. Oh, hoffentlich. Das wäre total geil. Wenn das funktionieren würde, dann hätte ich ein Riesenproblem weniger. Breche auf. Und dann können nämlich auch keine Panzer mehr kommen. Dann habe ich alle Panzer rausgelockt, in den Obelisken reingelockt und dann kann ich jetzt hergehen. Die hier, ganz ehrlich, das ist einmal fupp mit dem blöden Dingen und da passiert überhaupt nichts mehr. Frage ist nur, was passiert, wenn ich den Mammutpanzer angreife. Breche auf. Wen der fokust und wie schnell der den platt hat. Breche auf. Da sind natürlich so kleine Fußtruppen perfekt für. So kleiner Rack-Zero. Wird gebaut. Oder ein Schütze sogar. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Ein paar klitzekleine Dudes. Breche auf. Die sind da prädestiniert für. Schon dabei. Worauf gehen die denn? Fliegende Kurve. Wo gehen die drauf? Hä? Die gehen auf den fucking Sammler? Jawohl, Sir! Die fangen hier auf den fucking Sammler. Was ist das für eine Taktik? Ich meine, die ist nicht schlecht. Aber hey, come on. Gestoppt. I mean, really? Abgebrochen. The fuck's going on with you? Oh, ich hab gerade gedacht, wie ein Fahrzeug. Okay, der Sammler darf sich jetzt selbst einmal reparieren. Weil sonst, weil 1400 wird die Reparatur nicht kosten. Und 1400 kostet komplett neue. Jawohl, Sir! Support, Sir. Jawohl, Sir! Das ist jetzt komplett verschwendetes Geld, jawohl, aber hey. Sir. Ich brauch den repariert, sonst geht da gar nichts. Sonst lübt da nichts mehr. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! So, die schicken wir vor. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir. Und die schicken wir hinterher. Weil die halten nämlich relativ lange aus. Jawohl, Sir! Gegen den. Wenn er nicht drüber fährt. Bestätigt. So, wie schnell stirbt der? Das sieht sehr gut aus. Diese Flammendinger sind richtig übertrieben. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die sind richtig übertrieben. Und reparieren kann ich die nämlich auch noch. Und hier oben ist nämlich wirklich kein Fahrzeug. Das heißt, bis auf die Helis habe ich hier mit meinen Panzern eigentlich Durchmarsch. Hier ist Kacke über den Weg, aber da oben, das funktioniert. Ich muss die Dinger irgendwie platt machen. Aber im Hintergrund kann ich die Ingenieure schon durchziehen und rüberziehen. Das funktioniert. Schon dabei, schon dabei. Geht klar, das wird klappen. Jawohl, Sir. Okay, gehen wir weiter sammeln. Ich muss das Geld für was anderes verbrauchen. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, das Geld für andere Einheiten. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Okay. Kostet mich das jetzt alles die Reparatur oder mache ich da noch was anderes? Sieht ganz gut aus. Wenn er wirklich nur noch Fußtruppen hat, kann ich das vielleicht sogar schaffen. Okay, ich sichere nochmal für alle Fälle. Wahrscheinlich voll jetzt gecheatet, aber ist egal. So, wann habe ich angefangen? Um halb? Oh, geht schon ziemlich lange die Folge. Dann werde ich die Folge mal kurz beenden. Das ist die Frage, werden die jetzt gekillt? Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Ich schicke mir erstmal nur einen hier hin. Breche auf. In Ordnung. Nicht, dass da so ein Orca kommt und der die beide jawohl, erstmal wegschnetzelt. Aber da kommt lange nichts. Nee, da kommt lange nichts. Der hat natürlich immer noch Geld. Aber der baut keine Fahrzeuge. Und der spammt hier die ganze Zeit irgendwelche komischen Ingenieure, die total egal sind, ob er sie hat oder nicht. Das ist gut. Die Dinger ab. Ganz ehrlich, was sollen die denn anrichten? Ich bitte dich, was sollen die denn anrichten? Wird gebaut. Jawohl, breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Gestoppt. Okay, ich muss erstmal das Ding heilen. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Und dann kann ich die hier lang ziehen und dann Helis die ablenken. Ja, das könnte funktionieren. Ich brauche nur genug Flammen der Läuterung. Der Erleuchtung, entschuldigt bitte. Jawohl, Sir. Meine ich natürlich. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Und hier, die können nichts machen gegen die. Die schnetzel ich weg innerhalb von 5 Sekunden. Bam. Bam. Hup, hup. Gar keine Chance. Also Bodentruppen haben gegen die Verteidigung null Chance. So, ich wollte aber die Folge beenden. Ich warte noch eben ab, bis die Typen mir tot sind. Nicht, dass das jetzt irgendwie total wichtig wäre, aber ich mache das trotzdem mal. Oh, der hat aber noch Range.
Die Range. Alter. Die Range einfach. So, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann können wir es hoffentlich schon beenden. Haut rein.